Ein Glück, dass Kenan sieht, dass ich hier mit kurzen Hosen sitze. Kurz, du hast gar keine Hose an. Sag mal. Natürlich. Na, was denn mit deiner Kamera hier? Läuft sie schon? Oder abbrechen. Ich musste abbrechen, er wollte ins andere WLAN. Oh, ja. Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, der Matze und der Lutze, wie immer am Montag. Guten Tag. Montag, wie immer. Ja, red doch los. Du bist dran. Ich bin dran. Also, Gruß der Woche. Wir machen heute Gruß der Woche. Schönen Gruß hier aus Borkheide. Und zwar geht diesmal der Gruß der Woche nach Dessau zu Lea. Die hat gerade Jugendweihe gehabt. Ist in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden. Und hatte noch Glück, dass es dieses Jahr noch schafft. Das sollte ja eigentlich im Mai stattfinden. Haben sie jetzt verschoben auf den September. Und herzlichen Glückwunsch bei den Erwachsenen. Sandmann gucken ist jetzt vorbei, liebe Lea. Und bis bald mal wieder in Borkheide. Und irgendwann sehen wir uns wieder in Borkheide, genau. Ich glaube, ich weiß wann. Ja, Dezember spätestens. Jo, dann geht's weiter. Und zwar morgen ist ein ganz besonderer Tag in diesem Jahr. Ich glaube, der ist immer in jedem Jahr. Morgen ist der richtige Herbstanfang. Genau. Nicht der, wo sich die Meteorologen das schön rechnen, am Anfang des Septembers, sondern der richtige Herbstanfang. Und dazu kommen wir dann passend noch zum Wetter. Warum drehst du nur an der Kamera rum? Ich will mal an der Kamera drehen. Guck mal. Das ist viel Bist besser. Du nicht im Bild, oder? Doch, nein, ich finde das jetzt viel. Guck mal, siehst du, es ist viel cooler. Ja, tatsächlich ist es Herbstanfang. Mit dem Wetter hat es aber nichts zu tun, habe ich gehört, weil es wird nochmal richtig warm, Matze, aber da kommen wir später nochmal zu. Ne? Sag dich gerade. Hast du nicht zugehört? Viere Fließ. Die Fireflies. Fireflies. Ja, die waren am Wochenende beim Inselfest in Hermannswerder. Und hatten sehr viele Interessenten dabei. Viele wussten noch gar nicht, was Poi ist, wie das funktioniert und was man damit alles machen kann. Auch sehr viele Erwachsene haben das versucht und haben gemerkt, dass Koordination mit beiden Händen gleichzeitig und wenn der Kopf noch im Weg ist, ja, beim Klatschen heißt es ja auch Kopf zurücknehmen. Das machen wir immer mit Bierflaschen. Ja, und wie du hier schon eingeblendet hast, ein paar Fotos und auch schon mal ein kurzes Video drüber. Und Johanna und Lotta konnten zum Abschluss natürlich auch hier noch eine kleine Vorführung machen. Schön, dass mal wieder ein paar Leute auf die Straße durften. Denn wenn man dieses ganze Corona-Gedöns hört, dann kriegt man, glaube ich, Virus-Tourette oder sowas heißt das. Ne? Mhm. Machen wir jetzt hier nicht, sonst müssen wir lauter Wörter gesund, wieder gesund ist das nicht. Wegpiepen. Gesund ist das nicht. Ja, wir hatten natürlich kein Tourette. Nein, wir hatten Gulasch. Wir haben gekocht. Wir haben nicht vor Wut. Wir haben so was von gekocht. Ja, ja. Haben wir aber gekocht. Aber eigentlich sollte Matze was machen, aber der war so faul am Wochenende, dass nichts kommt. Also wie ihr das Bild könnt ihr jetzt mal sehen hier und ein bisschen Blubber hier. Ja, aber sonst. Und Dankeschön noch an und Roswitha für das Unterstützen bei der Vorbereitung der ganzen Utensilien. Es waren einfach mal 5 Kilo Fleisch, 5 Kilo Paprika, 5 Kilo Zwiebeln knapp und mindestens 3,5 Kilo Kartoffeln. Genau, Paprika hacken und Zwiebeln schneiden. Aber da kommen wir mal später nochmal zu. Wir machen da noch ein Video dazu. Das Video gibt es ja quasi schon in Teilen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Weil du faul warst am Wochenende. Zu viel Alkohol. Nur gefeiert. Und gegessen Gulasch. Nur gefeiert und Gulaschsuppe gegessen, den ganzen Tag lang. Ich kam zu nichts. Jo. Dann kommen wir nochmal zur Feuerwehr. Es hat nicht gebrannt, aber sie waren natürlich schon wieder am Ausrücken und mussten wieder eine Ölspur beseitigen. Lieblingsarbeit. So, die übliche Lieblingsarbeit und dergleichen mehr, genau. Aber da kommt noch das Nächste. Da warten ja sicherlich schon viele Borkheiderinnen und Borkheider drauf. Du musst jetzt mal das Original zwar, einblenden. Oh Mensch, ja, wir haben es doch, ja. Mach mal. Das kann man doch gar nicht lesen. So, aber so kann man es besser lesen. Ich kann es nur lesen. Schrotzhandlung am 26.09. ab 10 Uhr in Borkheide. Und das ist ganz wichtig für alle, die wieder den Schrott loswerden wollen, der immer noch garantiert auf den Grundstücken sich sammelt. Denn das Geld, was mit der Schrottsammlung eingenommen wird, kommt wieder der Jugendfeuerwehr zugute. Lutz, dein Lichtakku ist leer gegangen. Hast du es gemerkt? Und einmal mit Profis arbeiten hier. Und zwar ist es nämlich für die Jugendfeuerwehr. Für die Jugend. Und dann können die, wenn sie wieder mal raus dürfen, auch mal wieder eine Reise machen oder ein Event zusammen machen. Das machen die dann nämlich ganz gut. Und dafür ist es auch. Was alles raus darf, sind natürlich Schrott, Stahl, Alu, auch Felgen, aber ohne Reifen, Motoren ohne Öl, Gartenmöbel aus Metall, Baustahl, Bleche, Pfannen, Töpfe, Guss, Wannen, Fahrräder ohne Mantel, ohne Wintermantel und Elektromotoren.
Und was natürlich nicht mitgenommen wird, das ist auch mehr Elektroschrott, also Kühlschränke, Ölradiatoren, Nachtspeicheröfen, Herde, Spülmaschinen und sonstiger Haus- und auch Sondermüll nicht. Da gibt es die anderen Kanäle vom APM natürlich dafür. Und eine große Bitte, stellt es bitte erst Samstag ab 9 Uhr raus, damit nicht wieder irgendwelche anderen Firmen vorbeikommen und hier den Schrott klauen. Und was nicht gefällt, dann in den Wald werfen zum Beispiel. Denn das ist ein ganz anderes Thema. Würze? Ja, genau. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Denn wenn kommen andere Leute, holen den Müll und werfen den schon wieder in den Wald. Ja. Eine großartige Sauerei. Kann man einfach nichts zu sagen. Da kann man eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß nicht, wie man sich so entblöden kann, sowas zu machen. Also irgendwie. Ich hoffe ja mal, dass irgendwer erwischt wird und für den Rest mitzahlen darf. Dann auch das öffentlich machen, bitte. Was mich jetzt so fasziniert hat, ist, du hast so gemacht, als ob du lesen könntest. Dass hier im Tablet die Bilder durchlaufen. Nein, das sind alles nur hier so eine kleine Bilderchen. Ja, wollte ich doch sagen. Ja. Hast du gut hingekriegt. Ja, wie gesagt, das im Wald, das geht ja überhaupt nicht, oder? Das in Blindenschrift geht auch. Ja, und weil wir nicht so viel haben, weil im Moment der Herbst vor der Tür steht. Macht auch Pilz keiner die Tür auch auf. Nicht. Pilz gibt's auch klar. Nicht. Ach, hör auf, komm. Soll ich dir noch ein Foto schicken? Von Pilz. Von einem Pilz. Birkenpilz. Nee, den hatten wir ja schon, den Bild. Es gibt aber neue. Nee, keine neuen Birkenpilze. Wir haben die alten. Da stand Sport, wir kommen hier zum Fußball. Vier Stück im Schwimmbad. So eine große. Ja, Flaschen mit Händen. Jetzt nicht. Jetzt kommen wir zum Fußball. Und zwar hatten die Herren Pause gehabt und spielen nächsten Sonntag um 15 Uhr auswärts in Potsdam gegen den FV Turbine Potsdam 55-1. Mal sehen, ob diesmal gewonnen werden kann oder auch nicht. Und auch die Spielergemeinschaft Brückbockheide Jahrgang 2010-2011 ist wieder... Matze. So ein großer Pilz. Das ist kein Pilz. Das ist dein Gesicht. Hast du doch schon mal gezeigt, das Gesicht von dir. Wir sind noch nicht fertig. Mal weiter. Spielergemeinschaft Brückbockheide Jahrgang 2010-2011. Die spielt eine... Randalierst du musst hier mal aufräumen hier. Ich fahre ja über den ganzen Müll. Wenn du hier randalierst. Englische Woche steht an und die spielen um 17 Uhr am Mittwoch in Bockheide gegen Englisch? Können wir jetzt weitermachen? Ja, gegen Schenkenberg und am Sonntag um 10 Uhr in Niemek, logischerweise gegen Niemek. Jetzt kannst du noch mal was sagen. Das ist doch gar nicht Englisch, das ist doch in Deutschland. Jetzt kannst du noch mal was sagen. Englische Woche. Es ist schwer. Wird das benotet? Leute, schickt das Arbeitsamt. So. Das meinst du, warum die mich los sind? Die freuen sich, dass ich weg bin. Wetter, kriegst du das hin? Schön ist es heute. Und so schön sonnig vor allem und warm. Ich bin mit dem Moped unterwegs. Das ist richtig cool. Also mit so einem kleinen Zwiebacksegel. Und Wetter bleibt so. Das wird angeblich bis Mittwoch, so wie hier die Vorhersage kommt, wird es nochmal richtig warm, so bis 27 Grad. Und nein, das Schwimmbad machen wir nicht auf. Wir haben jetzt keine Rettungsschwimmer mehr. Und es geht dann aber ab Donnerstag, Mittag, Nachmittag rapide abwärts. Und zum Freitag haben wir vermutlich sogar schon Regen auf der Uhr stehen. Aber der wird erstmal an Bockheide wieder vorbeigetragen, nämlich Richtung Belitz rüber. Aber es könnte am Wochenende doch noch zu ein paar Litern Regen reichen. Das sieht ganz gut aus, oder? 10 Nachttemperaturen, Liter? Nachttemperaturen noch bis Mittwoch, Donnerstag im zweistelligen Bereich. Und danach geht es auch da wieder in den einstelligen Bereich runter. Und diesmal blendest du bitte das Bild ein, Lutze. Ne? Beim letzten Mal hast du ja selber gesagt, du hast es vergessen. Welches Bild? Ja, dieses Bild hier mit dem Wetter. Das war doch schon drin. Ja, hoffentlich. So spät wie du kommst, da ist das schon drin gewesen. Ja, aber kalt war es schon gewesen. Ne? Wir hatten schon mal 2 Grad hier. Morgens hast du sicherlich noch in deiner Molle gelegen und dich zu wärmen. Also, ich eine Heizung. Ich merke doch nicht, wenn 2 Grad sind. Ich habe doch meine Heizung noch nicht an. Das ist 25, 28, 27 Grad. Was soll ich denn mit einer Heizung? Ja, die ist ja dann aus. Jo, und schon sind wir durch, Matze. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Warum hast denn du bei Turbine Turnine geschrieben? Nutzt die Temperaturen nochmal. Matze kann immer noch nicht lesen, da steht ein Bild von einer Turbine und das kriegt er jetzt gerade nicht hin. Ja, ansonsten wie immer der Aufruf, wenn ihr unseren Kasper-Kram hier unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Danke an alle bisherigen Unterstützungen. Mhm. Und wir können ja nicht mal eine Glühwein-Party so richtig machen dieses Jahr, wa? Erstens ist es zu warm. Mhm. Und zweitens, was fehlt denn dir da? Wo bist du so hoch?
Ich bin etwas größer heute. Ich bin gewachsen. Ich war nah beim Atomkraftwerk. Die, ja, wie gesagt, danke. Und wir können gerade keine Party machen. Das macht uns auch überhaupt keinen Spaß, sowas. Nee. Vielleicht wird es ja alles mal wieder besser. Also ich hätte mich ja gefreut, mal so einen richtigen Pottgulasch zu kochen oder eine Erbsensuppe oder so, ja. Aber leider. Lass uns Gulasch machen, das können wir. Erbsensuppe geht auch. Also ich habe jetzt zugeguckt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Gut, das war's. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche, Matze, glaube ich auch. Ich sende dir Montag das Wetter von irgendwo anders. Ja. Freut euch auf den Herbstanfang, wird schön warm und wir haben noch ein paar super Tage hier zur Verfügung. Langsam läuft der September aus und dann. Genau, nochmal ordentlich Vitamin D sammeln und dann kommt der Winter. Gut, also wie immer hier vor der Kamera. Matze und? Lutze und tschüss. Tschüss. We'll be right back.